So, also, heute geht es um das Thema Sozialisation. Und ich habe schon mal erzählt, ich hatte eine ganze Vorlesung in Erlangen zu dem Thema Sozialisationstheorien und versuche jetzt trotzdem in aller Kürze das zusammenzufassen, was für diese Veranstaltung wesentlich ist, und wir schaffen das. Weil im Wesentlichen geht es, wenn Sie mich fragen, um zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, Sie neugierig machen für dieses interessante Thema. Also das heißt, wenn Sie irgendwo wieder Sozialisation hören, dass Sie sagen, das ist ein interessantes Thema, dazu lese ich noch ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, ob Sie die Zeit kennen und vielleicht auch lesen. Vor 14 Tagen war dieses Thema zentral, das heißt Erwachsenwerden. Das war das Titelthema. Und die Zeit hat dieses Titelthema, hat sich diesem Titelthema deswegen gewidmet, weil ganz viele Zuschriften sie erreicht haben, dass dieses Thema ein interessantes Thema wäre. In den gesamten, ich kann das gleich mal durchgehen lassen, in den gesamten Artikeln hier wird kein einziges Mal erwähnt, dass das eigentlich dieses Thema Sozialisation ist. Zusammengefasst ist das hier, was hier drin steht, relativ neue Erkenntnisse zum Thema Sozialisation. Das heißt also, ganz viel beschäftigen wir uns mit Sozialisation, ohne genau zu wissen, dass es jetzt eigentlich gerade um Sozialisation oder um Theorien der Sozialisation geht. Lass es hier mal durchgehen. Wie immer ist es so, es soll einfach nur neugierig machen. Vielleicht schauen Sie dann, wenn Sie da einen interessanten Satz darin gefunden haben, dann auch in die Online-Repositories und schauen sich da an. Zweiter Punkt, warum es interessant ist, weil es eine Brücke ist für diese Veranstaltung. Und zwar eine Brücke von der Vorstellung, wie entwickelt sich Persönlichkeit, das ist eine zentrale Frage der Sozialisation, und wie entwickelt sich Gesellschaft und was haben die Medien damit? Wir arbeiten uns also zunächst von einer Alltagsbeobachtung von Sozialisation weiter zu einer ersten historischen Definition, und danach schauen wir uns dann eine Definition an, die bis heute über relativ hohe Relevanz verfügt. Sie wissen, mit den Definitionen ist das nicht so leicht. So etwas verändert sich natürlich, und dann finde ich es ganz hilfreich, die 7 Thesen, wir werden nicht alle schaffen, einfach mit Blick zur Uhr auch nicht, das ist aber nicht so schlimm, die 7 Thesen von Klaus Hogelmann noch genauer anzuschauen. Auch diese finden Sie, wenn Sie sagen, oh, das war wirklich ganz interessant, das würde ich ganz gerne noch ein bisschen mehr wissen, finden Sie entsprechend dann auch in der Literatur, wenn das jetzt ein bisschen zu schnell gehen soll. Zur Alltagsbeobachtung. Ich finde es tatsächlich erstaunlich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber was mit einem Menschen in dieser relativ vergleichsweise kurzen Zeit von 18 Jahren passiert. Und damit meine ich nicht nur die Entwicklung einer Person und auch eine physische Entwicklung, sondern durchaus noch mehr. Und jemand, dem das ähnlich ging, der gesagt hat, da müsste man eigentlich genauer hinschauen, ist Emil Durkheim. Und er sagte, diesen ungeheuren Abstand, den die Menschheit Jahrhunderte gebraucht hat, um ihn zu durchmessen, muss das Kind mit Hilfe der Erziehung in einigen wenigen Jahren überbrücken. Also wenn man es ganz kurz zusammenfassen möchte, beispielsweise heute Abend fragen Sie Ihre Großeltern, na, wie war es denn in der Uni? Und dann können Sie sagen, heute ging es darum. Also wenn man es wirklich ganz kurz zusammenfassen möchte, wir schauen natürlich noch ein bisschen weiter. Also wir hangeln uns weiter, erstmal über eine historische Definition. Und die Frage ist, wie Menschen, das hatte ich schon mehrfach gesagt, wie Menschen ihre Persönlichkeit entwickeln und welchen Einfluss hierauf die Umwelt hat. Und das ist eine Frage, die so alt ist wie die Geisteswissenschaften und vor allem wie die Sozialwissenschaften. Und Emil Durkheim gilt als der Begründer des Sozialisationskonzepts. Und es war nicht rein zufällig, dass gerade im 20. Jahrhundert, nämlich mit
Beginn der Industrialisierung, also die Zeit, in der die Arbeitsteilung noch einmal weiterentwickelt wurde, er sich für diese Themen begann zu interessieren, weil die Welt wurde komplexer dadurch. Und um das zu verstehen, was ich mit komplexer meine, muss man sich erst einmal in Erinnerung rufen, Sie wissen das alle wahrscheinlich aus dem Geschichtsunterricht in der Schule oder vielleicht auch aus anderen Veranstaltungen, dass vor der Industrialisierung, stellen Sie sich das ruhig vor, es gab Handwerker und es gab im Wesentlichen Menschen, die Ackerbau und Viehzucht betrieben haben. Und wenn man sich jetzt beides vorstellt, also wer auf dem Bauernhof aufgewachsen ist, weiß das, aber ich glaube auch, man weiß das auch so, dass wenn man Ackerbau und Viehzucht betreibt, dass dann, was sind die Elemente, die einen beeinflussen, die einen determinieren? Wer weiß es? Wette, ja. Ja, zum Beispiel das Wetter. Wetter, definitiv. Und die Tiere, ja. Sie müssen sich morgens um die Tiere kümmern, die Tiere haben ihre festen Zeiten und das Wetter beeinflusst natürlich, wann das und so weiter. Sie wissen das, ja? Also, das heißt, es gab eigentlich wenig, also gerade wenn Sie jetzt Ackerbau und Viehzucht betreiben, gibt es eigentlich wenig Möglichkeiten der freien Entfaltung oder es gibt eine Notwendigkeit der Kooperation oder Ähnliches. Handwerker waren im Wesentlichen frei, das heißt, sie konnten, naja, bis heute, ne, sind dann halt abhängig von Kunden, so nervig das manchmal sein mag. Ja, aus dem Handwerk, wer aus einer Handwerkerfamilie kommt, der weiß das. Aber trotzdem ist man frei. Ja? Trotzdem ist man ist für sich und man kann entscheiden, wann man was macht, wie man es macht und so weiter. Und jetzt kommt in diese heile Welt aus Ackerbau und Viehzucht und auf der anderen Seite Handwerk, ja, kommt jetzt die Industrialisierung. Da gibt es Maschinen, die plötzlich bestimmen, wie der Alltag abzulaufen hat. Die Maschinen kosten Geld, die müssen also Tag und Nacht durchlaufen und der Mensch muss sich der Maschine unterordnen. Das ist mit der Industrialisierung gekommen. Klar, es kam auch, wir haben davon profitiert, aus heutiger Sicht, muss man natürlich sagen. Ne? Aber erstmal hat es das, und das meine ich damit auch, erstmal hat es das Leben und auch das Zusammenleben viel komplizierter gemacht, komplexer. Das ist hiermit gemeint. Und in dem Moment gab es von Seiten der Gesellschaft, nicht nur von Seiten der Arbeitgeber, sondern auch von Seiten der Gesellschaft, gab es bestimmte Anforderungen, die an das Subjekt, die an jeden Einzelnen herangetragen wurden. Welche wären das zum Beispiel? Kennen Sie die? Oder haben Sie eine Vorstellung, sich das... Wer hat eine Vorstellung, welche Werte plötzlich wichtig sind in der Industrialisierung? Maschine bedienen können, sie müssen die Maschine am Laufen halten können, dann brauchen sie anderes Wissen, neues Wissen. Vollkommen richtig, Bildung wird plötzlich interessant. Ja? Weil vorher war es ja so, all das, was sie wissen mussten, haben sie mehr oder weniger vom Vater gelernt und der Vater hat es vom Opa gelernt. Gleiches gilt fürs Handwerk. Ja? Man ist da quasi reingewachsen. Ja? Es gibt plötzlich einen Bedarf an Organisation von Bildung und Ausbildung. Ja? Aber was gibt es noch? Welche Werte gibt es noch? Ich nehme es mal vorweg. Pünktlichkeit auch. Pünktlichkeit ist etwas, Pünktlichkeit ist plötzlich ein Wert, der gerade in dieser Zeit sehr wichtig wird, weil wenn Sie nicht pünktlich auf der Arbeit sind, läuft die Maschine eventuell leer. Und das kostet Geld oder macht eventuell im schlimmsten Falle auch die Maschine kaputt. Sie verstehen, wir könnten das jetzt weiterspinnen, ja? Aber ich glaube sozusagen so im Grundsatz ist klar geworden, plötzlich gab es neue Anforderungen von der Gesellschaft an das Subjekt. Und diese mussten, so ist dann zusammengefasst,
irgendwie vermittelt werden. Das heißt, man musste das organisieren, dass diese Werte vermittelt werden. Und wenn man die Frage, vielleicht machen wir eine kleine Murmelgruppe dazu, aber eine ganz schnelle, ja, die Frage, wir sind ja heute, das wissen Sie natürlich, nicht mehr in einer Gesellschaft, die durch Industrialisierung noch so stark geprägt ist. Und dann wäre tatsächlich die Frage, funktioniert unsere Gesellschaft heute immer noch so, obwohl sie eben keine Industriegesellschaft mehr ist, dass wir psychisch fest implementierte Wert- und Symbolsysteme brauchen? Und vielleicht eine zweite Frage noch dabei, welche Persönlichkeiten benötigen wir eigentlich heute?